schlussendlich haben wir jetzt 32 Jahre Wende. Und da sollte man schon mal in der einen oder in der anderen Richtung das ein oder andere verbracht haben. Freunde, wenn wir hier Sicherheit haben wollen, die ist nur so viel wert wie die, die da auch mitmachen. Wertschätzung fängt da für mich damit an, dass ich entsprechend meiner ehrenamtlichen Tätigkeit entsprechend ausgerüstet bin. Das macht unsere Ehrenamtlichkeit kaputt. Das funktioniert nicht. Tatütata, die Feuerwehr ist da. Oder auch nicht. Wie steht es um die Einsatzkraft der Helferinnen und Helfer in Sachsen-Anhalt? Oder brauchen diese vielleicht sogar Selbsthilfe? Darum geht es heute in unserem Podcast Wahllokal. Mein Name ist Anna Petersen. Und an Ihrer Seite, so quasi als Feuerlöscher, da bin ich, Stefan B. Westphal. So, und damit hallo und herzlich willkommen in unserem Wahllokal. Ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid Teil eines Experiments, denn diesen Wahlkanal namens Wahllokal ist in diesem Jahr ganz neu am Start. Pünktlich zu den anstehenden Kommunal- und Europawahlen wollen wir versuchen, das Thema von möglichst vielen Seiten umfangreich zu beleuchten. Ich bin Anna Petersen, Teil der Chefredaktion der Mitteldeutschen Zeitung, zuständig für die Entwicklung neuer Formate. Klingt spannend, ist es auch. Ob es gut ist, bewerten Sie ja am besten selbst am Ende dieser Staffel. Und du bist gar nicht aus Sachsen-Anhalt, ne? Du bist Neuling hier im Land. Ja, stimmt. Das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich bin seit einem Jahr erst hier vor Ort im schönen Sachsen-Anhalt. Freue mich sehr darüber und bin jetzt sehr gespannt, wie viel ich hier im Rahmen der nächsten Staffel noch über Sachsen-Anhalt und vor allem auch die politischen Zusammenhänge lernen darf. Genau, ich bin schon seit über 40 Jahren in Sachsen-Anhalt und durfte auch schon kommunalpolitische Luft schnuppern. Ich saß viele Jahre, ich glaube 13 oder 14, im Stadtrat meiner Heimatstadt in Köthen. Also habe da durchaus das ein oder andere miterlebt. Und für diesen Podcast, für das Wahllokal, haben wir uns überlegt, wir laden uns jetzt mal nicht die üblichen Verdächtigen aus den Parteien ein, sondern wir laden uns diejenigen ein, die das, was da so beschlossen wird, in den kommunalen Gremien und im Europaparlament am Ende auch ausbaden müssen. Und einer von ihnen ist Kai-Uwe Lohse. Hallo, Herr Lohse. Hallo. Kai-Uwe Lohse, er ist der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes. Man könnte auch fast Präsident sagen. Aber da ringt sich der Verband noch nicht so ganz durch. Und das Ganze schon seit 9 Jahren und bei der Feuerwehr schon seit 1978. Das ist ein halbes Leben. Ja, das ist eine ganze Zeit. Eine aufregende Zeit. Was engagiert Menschen dafür? Warum brennen sie für die Feuerwehr? Was ist da der springende Funke? Ich glaube, das ist was, man muss was Pferd von hinten aufzäumen. Also Feuerwehr an sich aus der Entwicklung der Geschichte heraus ist notwendig. Die Hilfe des Nächsten oder vom Nächsten ist eine ganz wichtige Sache. Das hat man mal irgendwann vor 150, 160 Jahren angefangen. Hat gemerkt, wenn das dann organisiert geht, dann ist das alles ein bisschen besser und effektiver. Und somit kam es dann zur Bildung von Feuerwehren. Und der Einzelne, der angesprochen wird, der hat Zeit, der hat Interesse für Technik, der hat eine Grundeinstellung, dem anderen zu helfen, wenn es dem dreckig geht oder wenn dann irgendwelche Situationen kommen, die nicht alltäglich sind. Das ist auch eine Sache des Spaßes, das muss auch Spaß machen, nicht nur die Notwendigkeit sehen und die Sache, ich muss, sondern das ist auch eine Sache der Einstellung. Also diese ganze Ehrenamtlichkeit ist eine Grundeinstellung und wenn man das alles so mitbringt und dann zu seiner örtlichen Feuerwehr geht und sagt, ich mache hier mit, dann ist das mal ein guter Start und dann kann man sich entwickeln. Und die Entwicklungen, die man da durchlaufen kann, sind dann recht vielfältig. Haben Sie da eine Zahl parat, wie viel Ihre Leidenschaft teilen? Ja, wir sind aktuell bei rund 38.000 Einsatzkräften aktiven und knapp 18.000 Kinder und Jugendlichen. Die nochmal dazukommen? Die dazukommen, ja. Das klingt ja jetzt erstmal jede Menge. Also das klingt ja erstmal nach vielen, vielen Menschen. Sind es denn genug? Sind nicht genug. Also definitiv haben wir den Abwärtstrend die letzten Jahre abbremsen können. Also wir fallen nicht mehr so viel in den Mitgliederzahlen wie vielleicht so in den 2000ern. Das hat sich etwas gebessert, aber letztendlich ist es doch immer noch zu viel Arbeit für zu wenig Leute. Und da fangen dann auch die Probleme an, über die wir wahrscheinlich noch reden werden. Und da ist auf jeden Fall noch Luft, viel Luft nach oben.
Um vielleicht ein Bild zu bekommen, wir sind jetzt bei 38.000. Haben Sie so eine Zielzahl, wo Sie sagen, wenn ich hier in 5 Jahren sitze und sagen kann, es ist Summe X, dann werden die Feuerwehren auch personell auskömmlich ausgestattet? Das müsste man durchrechnen. Pi mal Daumen, ich denke mal 50.000 sind nicht zu viel, weil wie der Spruch geht, viele Hände machen der Sache schnell ein Ende. Und dann wird auch keiner überlastet, dann gibt es auch keine zu viel Arbeit für irgendjemanden. Also wir haben auf jeden Fall noch Luft nach oben. Jetzt sind wir in der Kommunalpolitik. Was kann denn so eine Kommunalpolitik tun, um jetzt Menschen vielleicht dafür zu begeistern, in der Feuerwehr einen Platz zu finden oder um überhaupt erstmal die Grundlagen dafür zu schaffen? Na, ganz wichtig heutzutage ist nicht unbedingt das Geld oder das Ansehen, sondern es sind die Rahmenbedingungen, mit denen ich arbeite. Das heißt also, kriege ich meine Ausrüstung für die entsprechende Stadt und Gemeinde. Das fängt bei den Handschuh an und hört bei der Dienstbekleidung auf. Passt ja die Ausstattung bei der Fahrzeugtechnik? Ist das alles rund? Entspricht das dem Standard? Entspricht das den modernen Anforderungen? Das geht dann auch bei der Kinder- und Jugendbetreuung los, denn so eine Feuerwehr als System man hat ja so einen Personalentwicklungsplan. Scheiden Leute aus, gesundheitlich oder auch altersbedingt. Da muss ich dann aufgestellt sein, dass auch genug hinterherkommen. Diese Jugendlichen müssen natürlich geführt werden, angeleitet werden. Auch denen muss man eine Rahmenbedingung schaffen. Das heißt also, die möchten dann auch ihre Spinte, die möchten ihren Gruppenraum, die möchten ihren Umkleideraum. Und das sind alles so Sachen, hört sich nicht viel an, ist für eine Kommune sicherlich auch eine teure Angelegenheit. Aber das sind die Rahmenbedingungen. Ein alter Stadtwehrleiter aus Stendal hat mal gesagt, Modernität schafft Motivation. Und das ist ganz wichtig, um eine Feuerwehr aufzubauen bzw. am Laufen zu halten. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich auch einmal unser Archiv durchstöbert und las da von einer Feuerwehr in Sachsen-Anhalt, die tatsächlich über keine angemessenen sanitären Einrichtungen verfügt und dementsprechend die männlichen Kameraden hinter dem Baum verschwinden. Die haben Schwierigkeiten, Frauen zu gewinnen, kein Wunder. Ist sowas tatsächlich üblich oder ist das jetzt ein Extremfall? Ich sag mal, das ist so dazwischen. Also es kommt vor. Ich kenne persönlich auch solche Fälle, wo man es seit Jahren nicht geschafft hat, dieses eben schon erwähnte Umfeld entsprechend zu gestalten. Und dazu gehören sanitäre Anlagen. Das Vorhandensein von einem Klo und von warmem Wasser sind da, glaube ich, ganz weit unten. Und da reden wir noch nicht von Duschen und auch bis hin zu Behindertenanlagen. Das kommt schon noch vor. Aber, also jetzt mal ganz ehrlich, das hätte ich ja jetzt fast ins Reich der urbanen Legenden verwiesen. Hat man da einfach in der Kommunalpolitik in den letzten Jahren geschlafen oder war das Geld einfach nicht da oder wie begründet man das? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Die Kommunen oder die Gemeinden, die so etwas jetzt noch finden in ihrem Bereich, hat man geschlafen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Es wird einmal dem einen oder anderen nicht gefallen. Aber schlussendlich haben wir jetzt 32 Jahre Wende. Ja. Und da sollte man schon mal in der einen oder in der anderen Richtung das eine oder andere verbracht haben. Und wenn man dann noch nicht geschafft hat, seine Feuerwehr auf einen entsprechenden Stand zu bringen, unterbringungsmäßig, technisch, dann läuft was falsch. Man kann nicht immer den Kommunalpolitikern die Schuld geben, aber es sind eben in bestimmten Bereichen sind Entscheidungen zugunsten anderer Sachen gefallen. Die haben dann vielleicht gute Sportplätze, einen ausgezeichneten Schützenverein oder das Anglerheim ist einem Top-Zustand. Ja, da muss man dann die Leute fragen, was macht unsere Kommunalpolitik für die Feuerwehr? Ist es uns wichtig oder ist es wichtig, dass die Leute entsprechend ausgerüstet sind, damit / auch motiviert sind, dann entsprechend zu handeln? Oder ist es Fußball oder andere Beschäftigungen wichtiger? Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, manche Gemeinden haben es eben auch finanziell echt schwer und treffen immer wieder diese kritischen Entscheidungen, wird das Dach vom Kindergarten repariert oder kriegt die Feuerwehr ein neues Mannschaftstransportfahrzeug oder sowas. Diese Entscheidungen fallen immer wieder. Ich glaube, da hätte man ja dann auch für Verständnis, aber der Fußballverein kommt ja jetzt am Ende nicht, wenn mein Haus brennt. Das muss man dann den entsprechenden Verantwortlichen auch mal beibringen. Ne? Aber der Fußballverein ist natürlich eine schöne Sache. Außer die Leute, die auf dem Platz stehen, sind ja viele drumherum, die dann jubeln und wo man sich trifft und so weiter. Und wir alle wissen, auf dem Fußballplatz wird auch Politik gemacht. Da geht es mal um das eine oder um das andere. Bei der Feuerwehr geht es nur ums eine, um Ausbildung und Schulung.
und die anderen Gespräche sind da eher nebensächlich. Und dann muss man die Bürger dazu animieren, zu sehen, was ist denen wichtiger? Ihre Sicherheit, dass die Kameraden, die ehrenamtlichen Kameraden ihren Job am besten machen können oder gut machen können. Dazu brauchen sie gutes Werkzeug und gute Rahmenbedingungen. Wenn wir das Thema Konsequenzen noch mal einmal weiterdenken. Ich komme aus der Lüneburger Heide. Und da gab es in den vergangenen Jahren häufiger auch Fusionen kleinerer Ortswehren. Da waren dann nur noch vielleicht 3-4 Leute aktiv und dann hat man gesagt, das hat keinen Sinn. Da muss man Zusammenschlüsse fassen. Gab es auch hier in Sachsen-Anhalt in der Vergangenheit. Soll das noch vermehrt vorangetrieben werden? Gibt es dazu eine Notwendigkeit? Die Notwendigkeit entsteht eigentlich aus dem Mangel. Ich kenne Orte, die haben 120, 130 Einwohner. Und dort existiert eine funktionierende Feuerwehr. Ich kenne Orte, da sind 500, 600 Einwohner und die kriegen es nicht gebacken. Also dann kommt man dazu, wie, wo ist der Fehler? Ne? Die Notwendigkeit für Zusammenschlüsse ist natürlich, wir müssen uns ja auch, ich sag mal, man muss die ganze Sache effektiv gestalten. Eine Feuerwehr ist immer so ein Mittelpunkt eines Dorf oder eines Gemeinschaftslebens in irgendeiner Kommune. Aber in der heutigen Zeit, wo die Finanzen insgesamt knapp sind, muss man auch natürlich gucken, ist das Ganze effektiv. Wenn ich 2 Kilometer auseinander zwei funktionierende oder eine gute Feuerwehr und eine vielleicht nicht so funktionierende Feuerwehr habe, oder man schafft es aus welchen Gründen auch immer, die Leute nicht zu motivieren, dass sie zur Feuerwehr gehen, ja, dann macht es natürlich auch Sinn, das Ganze dann zu fusionieren und einen Standort schon aufgrund auch der engen Kommunalfinanzen dann entsprechend richtig auszustatten und zu sagen, wir bündeln jetzt unsere Kräfte an der einen oder anderen Stelle und fusionieren. Das ist ein Prozess, aber der obliegt aber auch der Betrachtung der ganzen Gemeinde. Also man kann jetzt nicht wahllos irgendwelche Feuerwehren zusammenzimmern, sondern man muss gucken, wie ist auch das territorial aufgestellt. Wo hat man entsprechende Möglichkeiten, auch mit anderen Fahrzeugen oder mit anderen Feuerwehreinheiten hinzukommen. Nicht, dass dann ein Flickenteppich entsteht. Irgendwo sind Konzentrate von Feuerwehren, die hochtechnisiert und gut ausgestattet sind. Und dann haben wir vielleicht im ländlichen Bereich, da tun sich als erstes die Lücken auf, gar nichts mehr. Also darüber wacht ja im Prinzip der entsprechende Kreisbrandmeister die entsprechenden Stellen und passt dann auf, dass diese Fusionierungen nicht aus dem Ruder laufen. Hat ja letztlich auch Einfluss auf den Anfahrtsweg. Sind das immer noch 12 Minuten, die Sie da brauchen dürfen? Brauchen dürfen, Gott sei Dank im Brandschutzgesetz festgeschrieben. Ich glaube, ich kenne den einen oder anderen, der das gerne da rausschreiben würde. Das ist aber, denke ich, politisch nicht gewollt und ist auch gut so, weil das eine Grundlage für die Sicherheit unserer Bürger bei uns im Land ist. Und es gibt auch Bundesländer, die schreiben 8 rein. Jetzt gibt es ja aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel von den Kommunen solcher Art, ich nenne es mal Zwangsrekrutierungen, durchzuführen. Also im Prinzip zu sagen, okay, die Feuerwehr ist jetzt nicht genügend ausgestattet. Das heißt, wir haben jetzt hier so und so viel Männer und Frauen im entsprechenden Alter. Du, ihr müsst jetzt. Sie schmunzeln. Das heißt, das ist so schön, dass das irgendwo steht, aber würde nicht funktionieren, oder? Papiertiger. Der Gesetzgeber hat sich damit sicherlich was gedacht, ist aber praktisch nicht durchführbar, weil wenn ich keine Leute habe, die das aus Überzeugung machen, und da gehört eine Menge Einschränkung des persönlichen Lebens dazu und seiner ganzen Abläufe. Und wer das nicht will, der macht das nicht und der findet Wege, das nicht machen zu müssen. Ob der Bürgermeister da auf dem Tisch steht oder nicht, dann bin ich krank, dann bin ich kurzsichtig, dann tut mir es im Kreuze weh. Ich kann es nicht aufzählen, was da alles vorkommt, um das nicht machen zu müssen. Das geht nur mit Überzeugung, mit Ehrlichkeit innerhalb der Gemeinde und zu sagen, Freunde, wenn wir hier Sicherheit haben wollen, die ist nur so viel wert wie die da auch mitmachen. Und dann kann ich ein gewisses Niveau anstreben und das auch entsprechend machen. Aber diese Sache Pflichtfeuerwehr, die steht im Gesetz, ja, aber man kann es auch lassen. Also, da steht viel. Da steht viel, ja. Man darf ja aber nicht vergessen, also in vielen, vielen Gemeinden sind Sie, also ist die Feuerwehr der Mittelpunkt des Ortes. Da gibt es vielleicht noch einen Fußballverein oder einen Schützenverein, Sie sagten es vorhin so schön, und dann ist aber Schluss. Und die Feuerwehr sorgt dort ja im Prinzip auch dafür, dass Menschen, gerade junge Menschen, sozialisiert werden. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zur Jugendarbeit. Können Sie ungefähr jetzt abschätzen, wie viel von den 18.000 jungen Menschen unter 18 dann auch später ihren Dienst in der Feuerwehr tun werden? Ich schätze mal, wir reden immer mit einer Formel von 10 Jugendkinderfeuerwehrleuten, die so herangezogen werden, werden nachher 1 oder 2 in die aktive Abteilung überwechseln. Das hängt davon ab, wie
ist die Gegend? Wie werden Sie da entsprechend auch geführt? Wie ist das Interesse? Kann ich die bei der Stange halten über einen gewissen Zeitraum? Das hat dann Einfluss neben den ganzen persönlichen Sachen, die dann noch so eintreten, Studium, Lehre irgendwo hin. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, auch das Interesse wechselt mal. Der eine spielt dann lieber Schach oder macht was anderes. Das ist eben so. Und die anderen, die brennen eben dann für ihre Feuerwehr, müssen dann aber weg, weil sie woanders studieren oder sowas. Das, je mehr ich die Leute an den Ort binde, desto mehr Feuerwehr habe ich. Auch für die Zukunft, auch gerade bei den Kindern und Jugendlichen. Jetzt gibt's ja bei einigen Kommunen solche Vorstöße, wie zum Beispiel so eine Ehrenamtskarte, wo es dann 10% Ermäßigung im Freibad gibt, etc. Hat sowas überhaupt Sinn oder sagen Sie da auch, ja, schön, dass es das gibt, aber eigentlich könnt ihr das auch lassen, das wird niemand nachhaltig überzeugen? Grundsätzlich ist das nice to have. Es ist schön, wenn man das, ist auch eine gewisse Anerkennung der jeweiligen Kommune für die Arbeit ihrer Ehrenamtlichen, aber es ist kein Grund, in die Feuerwehr zu gehen. Also das fängt viel weiter hinten an. Genauso wie diese Einsatzgelder, die jetzt mehr und mehr um sich greifen. Du kriegst 10 Euro, wenn du zum Einsatz kommst und so weiter. Halte ich für grundverkehrt, wenn da die Grundeinstellung nicht funktioniert, dann werde ich das auch mit Geld nicht machen. Im Gegenteil, ich ziehe mir die Seuche ran und fange dann an mit Tarifverhandlungen. Denn irgendeiner wird dann mal drauf kommen, Ort A kriegt, zahlt 10 Euro pro Einsatz, Ort B zahlt 12 Euro pro Einsatz. Ort A hat aber viel weniger Einsätze oder Ort B hat viel weniger Einsätze und dann fängt das an, man zieht Vergleiche, Geld verdirbt die Ehrenamtlichkeit, ist meine persönliche Meinung. Sicherlich gibt es Funktionen in den Feuerwehren, die mehr verlangen, wo ich auch entsprechende Auslagen oder mehr Aufwand habe, persönlichen Auslagen. Da gibt es auch diese diversen Aufwandsentschädigungsordnungen für bestimmte Funktionen. Das ist okay, aber dann hört es dann auch auf. Und was diese Sache Ehrenamtskarte und ja, das ist ein Gimmick, damit kann man zeigen, okay, damit füttern wir das so ein bisschen an, aber nicht jede Gemeinde hat eben ein Freibad, nicht jede hat ein Museum oder für was auch immer man das dann auch entsprechend dann verwenden will. Ne? Und wohin diese Auswüchse mit Ehrenamt bezahlen führen, sehen wir ja teilweise beim Fußball. Ja. Wir haben eben das Thema Ausstattung schon angeschnitten. Da ging es viel so um bauliche Voraussetzungen, Feuerwehrhäuser, sanitäre Einrichtungen etc. Ich würde aber mir auch gerne noch mal ganz gezielt die Ausstattung für den Einsatz vor Ort anschauen, sprich die Feuerwehrautos, die Schläuche, die Einsatzkleidung. Ist das alles noch tauglich? Aus welchen Jahren stammt das? Funktioniert das noch, wenn es drauf ankommt? Ja, das funktioniert grundsätzlich ja, weil auch alte Sachen können noch gut funktionieren. Auch der Trabant und der Wartburg fährt noch, wenn man das möchte. Ne? Aber wer holt den schon aus dem Stall, um jeden Tag damit zur Arbeit zu fahren? Sondern wenn, dann nur vielleicht so als Hobby oder so. Und so ist es bei Feuerwehrautos auch. Ich kann meine Arbeit nur so gut machen, wie ich das Werkzeug dafür habe. Das heißt also, wenn ich was Zeitgemäßes, was Modernes hinlegen will, also schnell, effektiv, gründlich sein will, brauche ich entsprechende Ausstattung, entsprechendes Werkzeug. Ich will das mal einfach nur so verallgemeinern. Das kann das Auto sein, das kann Ausrüstung sein. Und da geht die Zeit natürlich weiter. Also wir haben jetzt in den Gerätehäusern nicht mehr Bekleidung, die von 1992 ist. Da wird die ein oder andere Jacke wird es da noch geben, ja. Aber in der Regel haben sich in der Zwischenzeit bestimmte Normen geändert und das ist alles nicht besser geworden. Dieses natürlich die Schutzziele der Norm oder die Normen bedingen ja bestimmte Dinge, die sie dann erfüllen müssen. Und ja, da ist es so, dass wir gerade bei der Ausrüstung eben auch so Verfallszeiten drin haben. Also zum Beispiel bei der persönlichen Schutzausrüstung gibt es zum Beispiel Waschzyklen. Ich darf die Dinger nur je nach Hersteller so und so oft waschen. Habe ich eine Feuerwehr mit einer sehr hohen Einsatzfrequenz, wird das Zeug öfters dreckig. Ich muss es oft waschen. Das kann heißen, dass das Zeug nach 2 Jahren hin ist. Das heißt, dann habe ich vom Hersteller nicht mehr die Garantie, dass die Schutzausrüstung so schützt, wie sie denn eigentlich schützen müsste. Da geht die Eierei dann schon los. Ne? Können wir denn noch ein Jahr? Das Gelumpe ist alles richtig teuer. Wir reden da von 1.000, 1.200 Euro pro Mann. Und da ist noch kein Helm und noch keine Stiefel bei. Das ist nur die Jacke und die Hose. Das kommt immer drauf an, auf welche Hersteller. Und das muss ersetzt werden. Feuerwehrfahrzeuge in der Regel sollen halten 25 Jahre. Das ist eine Frist, die man sich da eingebaut hat, die ist einfach zu lang. Denn wer
Von uns dreien fährt noch ein Auto, was 25 Jahre alt ist, glaube ich keiner. Und auch so selten den Kommunalpolitiker, wenn er nicht gerade Oldtimer-Fan ist. Damit locke ich keinen mehr vor. Ne? Also diese Ausrüstung muss auf jeden Fall immer am Laufen bzw. immer modernisiert werden. Es gibt ja immer so diesen Zwischenstand von Hightech, High-End, was momentan auf dem Markt ist, und das allerletzte. Ne? Und wenn ich da drinnen so irgendwo schwimme im Mittel, dann denke ich mal, bin ich ein ganzes Stück weiter. Wenn ich jetzt ganz an den Anfang unseres Gesprächs hier zurückgehe, da haben Sie ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es ja teilweise schon bei Handschuhen Probleme gibt. Heißt das jetzt, die sind dann gar nicht da, oder die Feuerwehrmänner und Frauen müssen die selber bezahlen? Oder wo ist da jetzt der gute Punkt? Selber bezahlen. Also es gibt so eine Auswüchse, Fördervereine, die dann anfangen, mit dem Geld, was gesammelt wird, irgendwelche speziellen Ausrüstungen zu finanzieren und so weiter. Also da hört es dann irgendwo auf. Also es bleibt immer noch abwehrender Brandschutzsache der Gemeinde, und dazu gehört eben alles, was dazu notwendig ist. Wenn man dann mal über so einen Förderverein einen Gimmick, einen Satz neue T-Shirts für die Jugendfeuerwehr, vielleicht mal irgendeine neue Sache, das kann man mit solchen Fördervereinen sicherlich gut erschlagen, und da sind sie auch richtig da. Aber dass jetzt Ausrüstung privat gekauft wird, sollte man gar nicht anfangen. Es gibt, ich sag mal, diese ganzen Heißtüten, so nennen wir die manchmal, die wollen dann eben den modernsten Helm haben, der auf dem Markt ist. Mhm. Die Gemeinde stellt einen Helm, der entspricht der Norm, alles schick. Aber natürlich ist der Helm von Firma Meier momentan das Nonplusultra im Feuerwehrwesen. Dann gibt es den einen oder anderen, der legt dann mal 500 Euro hin und kauft sich so einen Helm. Ja, sieht schön aus, ist wie früher, wer das beste Fahrrad hatte oder was weiß ich, hat da mal drei Hingucker. Nach dem dritten Einsatz sieht der Helm auch nicht anders aus wie die anderen. Und dann stellt man erschreckend fest, man hat das Geld versenkt. Ist aber so eine Phase, da muss man einfach durch. Aber wie gesagt, grundsätzlich, Ausrüstung muss ersetzt werden, muss auf dem neuesten, vernünftigen Stand gehalten werden. Privat kaufen ist einfach Unfug. Findet das denn statt, oder gibt es auch da Diskussionen mit Gemeinden, dass die halt einfach sagen, ja, wir haben das Geld nicht, ihr kriegt jetzt keine Helme, habt ihr Pech? Ja, dann kann ich nicht mehr rausfahren. Also dann muss man das bis zum Schluss dann auch aushalten. Zu solchen Diskussionen sollte es der Fairness halber auch in den Gemeinden nicht kommen. Ich als Wehrleiter einer Feuerwehr weiß, wann was alt ist, wann was verschlissen ist. Und das passiert in der Regel nicht von heute auf morgen, sondern das bahnt sich an, beziehungsweise ich habe für bestimmte Prüfzyklen, da weiß ich, wie alt ist altes Gerät oder wie alt ist Gerät, und dann kann ich entsprechend vorplanen in den Haushaltsberatungen oder in den kommunalen Geschichten, dann sagen, also pass auf, 2024 brauche ich 30 Satz neue Helme, weil die laufen aus. Dann ist es ein faires Miteinander, und dann kann sich auch der Gemeinderat entsprechend darauf einstellen. Und das ist auch so eine Ausgabe, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Weil wenn die Helme abgelaufen sind oder andere Ausrüstungsgegenstände, die dann nicht mehr entsprechen, der Norm entsprechen oder auch das Alter nicht mehr haben, dann schützen sie nicht mehr. Und dann wird es enger. Und das kann sich im Prinzip und will sich, glaube ich, auch keiner leisten. Wie oft sitzen Sie denn selber in kommunalpolitischen Sitzungen, um dort mit den Politikerinnen und Politikern über genau solche Themen wie Schutzausrüstung zu diskutieren oder vielleicht ein Plädoyer für die Sicherheit der Einsatzkräfte zu halten? Das ist eigentlich Sache des Verbandes. Also die Diskussion, die wir eben so spaßenshalber geführt haben, die finden eigentlich zwischen den Wehrleitern, den Stadtwehrleitern, den Gemeindewehrleitern auf kommunaler Ebene statt. Und das kann man nicht als Verbandsoberhaupt, da kann man die generelle Richtung oder das, was ich heute hier vertreibe, kann man machen. Aber letztendlich das Wann und Wie und Was entscheiden die Leute vor Ort in den Ortsfeuerwehren mit ihren Kommunalpolitikern. Und wenn da das Verhältnis ausgewogen und vernünftig läuft, dann hören wir auch nie was davon, dass da irgendwas schief läuft. Aber es gibt eben noch andere. Wo es denn nicht funktioniert, weil die Kassen klamm sind beispielsweise, werden ja dann auch manchmal ganz neue Ideen geboren, wie zum Beispiel in Weißenfels und Naumburg vor einiger Zeit, wo man sich Gedanken über eine Pro-Kopf-Zahlung pro Einwohner und Jahr von ungefähr 10 Euro machte, die dann die Bürgerinnen und Bürger abzuleisten hätten, um die Feuerwehr zu unterstützen. Wie stehen Sie zu sowas? Ist ein Weg, muss man sagen. Also wir wissen, die Kommunalfinanzen sind enger. So ein Feuerwehrauto ist mal schnell 750.000 Euro. Und wenn ich Pech habe, brauche ich in der Stadt oder in der Gemeinde 3 oder 4 verschiedener Sorten und so weiter. Und das sind Hausnummern für Gemeinden, ne? Neben den ganzen anderen Aufgaben, die dann auch noch zu stemmen haben. Und man versucht jetzt Geld zu generieren mit so einer Pro-Kopf-Abgabe. Aber
Ich weiß nicht, ob das rechtlich letztendlich alles durchgestylt ist oder ob das nicht mal richtig Ärger gibt, weil die Bürgerinnen und Bürger haben Abgaben, Steuern, Versicherungen und. Daraus werden auch teilweise Förderprogramme gestrickt, die dann von hinten rum wieder in die Gemeinden reinlaufen. Aber ob das zielführend ist, wird sich zeigen. Jetzt muss ich mal überlegen, was wäre jetzt die Konsequenz? Zum einen müsste dann trotzdem, wenn ich höre, so ein Auto kostet 750.000 Euro, so eine Kleinstadt müsste dann trotzdem 3 oder 4 Jahre drauf hinsparen. Und zum anderen, was machen wir jetzt, wenn einer die 10 Euro nicht bezahlt? Dann hat Herr Lohse so eine Liste, dann muss er erstmal gucken, Meier, darf ich den retten oder nicht? Oder wie? Gibt es erstmal vor Ort Besuche? Ja, genau. Also ich glaube, das hatten wir ja lange genug. Also. Ich glaube, das ist schwierig. Ne? Es ist schwierig, aber dann sind wir auch wieder beim Sammeln und so weiter. Dann sind wir wieder bei den Fördervereinen und das Ganze. Denn das ist eine Sache. Ich glaube, richtig ist, dass die Kommune so finanziell ausgestattet ist, dass sie entsprechend auch diesen Aufgaben nachkommen kann. Ne? Neben den ganzen Aufgaben, die sie dann auch noch zu erfüllen haben. Feuerwehr ist immer nur ein Teil von den sogenannten Pflichtaufgaben, aber wenn man genau hinguckt, hat der eine oder andere auch irgendwelche anderen Hobbys in der Gemeinde. Und da muss man gucken, wie das funktioniert. Kann alles nebeneinander funktionieren, es muss bloß noch Geld da sein. Ich hänge immer noch der Frage hinterher, was ist eine Lösung? Oder wie kommt man noch an mehr Geld für bessere Ausstattung und am Ende ja auch höhere Motivationen, wie Sie schon angedeutet haben? Gibt es da vielleicht auch mal mit Blick über die Ländergrenzen hinweg Modellprojekte oder Lösungsansätze, bei denen man sich was abschauen kann? Gut, andere Bundesländer. Ich fange jetzt nicht an, diese Ost-West-Diskutiererei zu machen. Wir haben, wie gesagt, 32 Jahre nach der Wende, wir hatten jetzt genug Zeit, um uns daran zu gewöhnen und das entsprechend zu ordnen. Aber es gibt ja auch in den Altbundesländern Regionen, wo es nicht so richtig rosig aussieht. Und wenn Sie sagen, Lüneburger Heide, das ist auch nicht gerade unbedingt die reichste Ecke der Bundesrepublik. Und es gibt kein Modell. Letztendlich ist Feuerwehr, soweit ich weiß, überall kommunale Angelegenheit, welche dann auch noch unterstützt wird durch Landesmaßnahmen, Fördermittel und so weiter, wenn sie denn im Landesinteresse sind. Und jetzt da eine Idee zu entwickeln, wie man da jetzt noch zu mehr Geld kommen kann, das bedarf dann solcher Sache, gehe ich sammeln, gibt es Sonderabgaben oder schraube ich den Standard runter? Könnte man ja auch mal darüber diskutieren. Machen wir aus den 12 Minuten 14, sparen wir, keine Ahnung, nach so viel Feuerwehren ein im Land. Aber ist das der richtige Weg? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir die Ausstattung von allen Seiten beleuchtet. Ich finde, ein ganz wichtiges Thema gegenüber Freiwilligen, gegenüber Ehrenamtlichen ist auch immer so ein Stück weit das Thema Wertschätzung. Fühlen Sie sich denn von Bürgerinnen und Bürgern und auch aus der Politik als Feuerwehrmänner und Frauen genügend gewertschätzt oder gibt es da auch noch Ansätze? Wertschätzung, ja, die Medien machen oft so dieses Bild des heldenhaften Feuerwehrmanns, der dann durch die letzte Tür eindringt, um jemanden zu retten. Und daraus entsteht immer so ein Bild, man ist etwas Besonderes. Also ich persönlich habe die Meinung, man ist nichts Besonderes. Man ist Teil dieses ganzen Systems. Der eine spielt gut Fußball, daran freuen sich andere. Der eine spielt gut Schach. Und Wertschätzung fängt da für mich damit an, dass ich entsprechend meiner ehrenamtlichen Tätigkeit entsprechend ausgerüstet bin. Das ist die größte Wertschätzung, die man eigentlich, ich sag mal, per Gesetz verlangen kann. Und das Ansehen dieses Feuerwehrleute kann man vertrauen, das ist eine besondere Spezies, ist es definitiv, aber das muss man sich erarbeiten. Es wird immer so der Vergleich, ich bin ziemlich viel in den USA unterwegs und da ist jeder Feuerwehrmann schon per se ein Held, grundsätzlich. Ne? Aber das haben die sich dann auch entsprechend auch erarbeitet. Ne? Und man versteht, mit denen umzugehen. Das ist wieder so eine Sache in unserer Kommunalpolitik. Es nützt nicht, bei der Jahreshauptversammlung im Jahr einmal eine Rede zu halten und zu sagen, ihr seid die Besten und wir arbeiten daran, dass es noch besser wird. Und wir versuchen auch das neue Fahrzeug und das Dach wird repariert nächstes Jahr. Und dann, wenn man so 5, 6 Jahre dabei ist, dann weiß man, was diese Versprechen teilweise wert sind. Und das ist eine Art von Wertschätzung, wenn ich dann immer diese Jubelreden höre und 3 Tage später wird sich dann in irgendeinem Finanzausschuss um Ausrüstung gekloppt oder gedroschen, was man nun kauft und was man nicht kauft, dann passt das nicht so zusammen. Und da kriege ich den Bogen wieder zur Wertschätzung. Das ist ein ehrliches Umgehen. Also der Feuerwehrmann sollte nicht die High-End-Ausstattung fordern, sondern das Maß der Dinge behalten. Und die Kommunalpolitiker sollten aber auch
auch insbesondere bei solchen Veranstaltungen dann auch sagen, also passt auf, wir können in den nächsten 5 Jahren das und das nicht tun, weil wir haben das und das vor. Straße muss repariert werden, der Kindergarten kriegt eine neue Heizung, keine Ahnung was. Das schafft dann auch Vertrauen. Aber nach den 5 Jahren oder nach den 2 Jahren, je nachdem, wie man die Grenzen setzt, da ist dann noch die Feuerwehr mal dran. Und wenn man das dann einhält, ich kenne solche Bürgermeister, die sagen, man ist den Abend nicht unbedingt die Nummer eins, wenn man sagt, das und das können wir jetzt nicht und das können wir jetzt nicht machen. Ja, aber in 3 Jahren, sage ich, ist die Priorität auf diese Ausrüstung oder was dann auch dementsprechend fällt. Und wenn das dann eingehalten wird, dann ist das Wertschätzung. Und dann alles andere sollten wir uns mal verklemmen. Also ich muss nicht, weil ich Feuerwehrmann bin, in der Reihe bei der Kaufhalle vorgelassen werden oder so ein Faxengram. Das ist alles Blödsinn. Man sollte da auch eine gewisse Bescheidenheit ausstrahlen, sage ich mal. Und man macht einen Job, man macht ein Hobby. Das Hobby hat nun zufällig was mit nicht polizeilicher Gefahrenabwehr zu tun. Aber das war's dann auch. Schönes deutsches Wort, nicht ja, polizeiliche Gefahrenabwehr. Ne? Ich glaube, sowas gibt es nur in Deutschland. Ja. Nein, aber ich erinnere mich an meiner kommunalpolitischen Karriere tatsächlich daran. Und die ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre her. Also das ist bestimmt 15 Jahre. Und da kam man dann so auf die glorreiche Idee, dass man doch den Haushalt damit konsolidieren könnte, war eine Fraktion, war nicht die Verwaltung, den Ortsfeuerwehren jeweils ihre 250 oder 500 Euro, die da drinnen standen, für gesellige, was auch immer Geschichten, doch noch zu streichen. Wo ich sage, sorry Leute, also ist auch nicht durchgekommen, um hier zu spoilern. Aber alleine so Gedanken zu haben, verbietet sich mir alleine schon. Weil, ich sag mal, wenn mir jemand hier wirklich dann auch die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr abnimmt, dann soll der von mir aus auch nach seinem Training mal gemütlich beisammensitzen und mit seinen Leuten grillen oder von mir aus auch ein Bierchen trinken. Das gehört doch dazu, das macht doch jeder Schützen, jeder Angelverein. Ne? Das ist immer dieses Klischee, die Feuerwehr trinkt und so die weiter. Die Feuerwehr. Ne? Die Feuerwehr, das ist ja ein grausamer Begriff. Ne? Ich meine, ich kenne mehr und mehr, in meiner Feuerwehr-Anfangszeit mal so einen aus der Kiste, ne? Also das Bier, was da getrunken wurde, da wird das Land drin ersaufen. Ne? Heutzutage, die Jugendlichen haben auch nicht mehr, oder unsere jüngeren Feuerwehrleute haben auch nicht mehr so... Die halten nichts mehr aus, ist vielleicht nicht die richtige Frage, die halten schon eine Menge aus. Aber es ist nicht mehr so. Man macht seinen Dienst, man unterhält sich, dann wird sich so ein Energy-Drink reingedroschen und dann hat man noch was anderes vor. Man geht irgendwo hin oder und so weiter. Und das ist eine Entwicklung, ne? Und das ist nicht mehr so. Und diese 250 Euro für die Ortsfeuerwehr, mein Gott, was wird denn da? Da wird doch kein Bier für gekauft. Für 250 Euro kriege ich heute nicht mehr viel Bier. Das ist ja auch alles teurer geworden. Zum, ja 50 Jahre zum, her, zum, so. Zum einen, aber andererseits, die werden ja auch für andere Sachen genommen. Es kommt der, das ist ja wie überall, da kommt der Vertreter zur Feuerwehr oder es wird ein neues Gerät vorgestellt. Natürlich gibt es da eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wasser oder sonst irgendwas. Und das muss gekauft werden. Oder beim Frauentag, die Frauen der Feuerwehrangehörigen kriegen einen Blumenstrauß, mein Gott. Oder die Alters- und Ehrenabteilung macht irgendein Konfifchen oder da will man mal was auf den Tisch stellen. Das ist wie in jeder Familie, wenn Besuch kommt. Und nun kann man ja nicht verlangen, dass die Kameraden das entsprechend alleine bezahlen. Das muss ja irgendwo herkommen. Ne? Also das irgendwo muss ja bezahlt werden. Ne? Und ich glaube, dass diese Beträge dann für diese Angelegenheiten, wo man jetzt nicht auch was nicht planbar ist, dass diese Beträge dann auch entsprechend dafür genommen werden und nicht für die Jahreshauptversammlung. Und wenn sie für die Jahreshauptversammlung, Herrgott, wenn es dafür das Essen bezahlt wird, ist das auch okay. Na? Stichwort Weltfrauentag. Wie ist denn das Männer-Frauen-Verhältnis so in Sachsen-Anhalt unter den Einsatzkräften? Da sind wir ganz weit oben dabei. Also ich kann jetzt nicht aus dem Hut sagen, wie viel Prozent auf jeden Fall. Ich glaube, wir liegen bei 15%. Frauen ist eine Sache, die ist aber jetzt aus der Geschichte heraus. Zu DDR-Zeiten waren Frauen auch schon immer ein Bestandteil der Einheiten, zwar in anderen Funktionen, aber das hat sich durchgesetzt. Also junge Frauen machen viel. Also ich treffe die in der ersten Reihe als Angriffstrupp, damit im größten Dreck, genauso wie in der Küche. Das ist völlig egal. Sie sind, irgendwo findet man den Platz. Ne? Also und ich glaube, das ist auch kein Diskussionsthema mehr. Zumindest ist nicht in Sachsen-Anhalt. Und wenn ich als Frau jetzt beschließe, auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zu werden und mich da auch wirklich tatkräftig zu engagieren und Lehrgänge zu besuchen, wer erstattet mir denn dann eigentlich den betrieblichen Ausfall? Macht das auch die Kommune oder ist das ein anderer Posten? Kommune zuständig für die örtliche Feuerwehr.
Und wenn Sie sich jetzt dazu entschließen, Mitglied zu werden, es gibt einen Grundlehrgang oder später mal an der Feuerwehrschule in Heiratsberge weiterführende Lehrgänge von einer Woche oder zwei Wochen, Gruppenführer, Zugführer, gibt es einen Verdienstausfall und den erstattet die Gemeinde, ihrem Arbeitgeber. Aber ich habe das jetzt als Bewerbung wahrgenommen, oder? Ja, ich muss jetzt nur noch rauskriegen, wo sie wohnt und dann werde ich mal dann einen heißen Tipp bei dem jeweiligen Wehrleiter abgeben. Sprechen wir im Anschluss nochmal drüber. Gut. Jetzt sieht man als Feuerwehrmann ja in seiner Einsatztätigkeit nicht immer nur schöne Sachen. Nee. Sondern da gibt es auch ganz, ganz schlimme Sachen, Unfälle, Tote etc. Wie fühlen Sie sich da umsorgt? Wie fühlen Sie sich da nachgesorgt? Oder gibt es da auch Nachholbedarf seitens der Kommunen zum Beispiel? Ich glaube, gibt es Systeme, die mittlerweile erwachsen sind, Kriseninterventionsteams. Auch die Kirche macht da einen guten Job mit entsprechender Begleitung und so weiter. Und das hat man früher mal alles nur für Betroffene gemacht, also Angehörige von Opfern und so weiter. Das ist in den letzten Jahren oder ja mittlerweile auch eigentlich schon Jahrzehnten, ist es jetzt mehr und mehr auch in die Einsatzkräfte übergegangen. Weil zu meiner Zeit, da hat man was Schlimmes erlebt und dann hat man sich nachmittags hingesetzt oder nach dem Einsatz hingesetzt. Kam aber auch immer darauf an, wie das alles so passte. War Zeit dafür, war keine Zeit dafür. Hat man sich noch mal kurz unterhalten und ist mal nach Hause gegangen und dann war es das. Das hat dann keinen weiter angehoben. Heute sind wir da alle ein bisschen sensibler geworden. Sind ja eigentlich auch schlimme Sachen. Ich will nicht sagen, dass aus meiner Anfangszeit das Nonplusultra war. Aber wichtig als erstes meiner Meinung nach ist erstmal diese Art Feuerwehrfamilie. Das heißt also, jeder kennt sowieso jeden. Also da brauchen Sie auch keine Geheimnisse haben. Das weiß eh jeder. Und wenn da einer mal anders ist wie normal, weil gerade der Verkehrsunfall mit zwei Toten oder sowas passiert ist, dann fällt das auch den anderen in der Gruppe oder in der Feuerwehr auf, ne? Und dann, ja, dann muss man den auch mal in den Arm nehmen und muss sagen, komm, wir reden mal drüber, das war jetzt alles nicht deine Schuld oder wir waren schnell genug da und die Ausrüstung war auch da. Es gibt manchmal Umstände, da sind wir zweiter Sieger. Ist halt so, ist im Leben so. Und dann kann man sich den Kollegen annehmen oder den Kameraden annehmen und dann auch entsprechend mit denen, ich sag mal, arbeiten. Ist vielleicht nicht so ein richtiger Titel, aber man kann sich um sie kümmern. Und dann kann man auch mal nach Feierabend nochmal anrufen, alles in Ordnung. Ja, und dann schleicht sich das aus. Aber das haben wir mittlerweile auch nicht mehr überall, ne? Deswegen kommen diese Spezialkräfte, diese Kriseninterventionsteams, die das dann auch professionell machen, finde ich auch gut, dass die sich auch dementsprechend ausgebildet sind und das Ganze begleiten und dann eben auch sich um diese Leute kümmern. Weil es sind viele Faktoren, die dazu führen, dass die dann ausbrennen und das kann einer sein. Das muss man nicht, wenn man dementsprechend begleiten kann. Und das ist aber jetzt nicht unbedingt Sache der Kommune, weil das ist zu aufwendig für eine Kommune. Da gibt es dann auch nochmal extra Verbände oder Zusammenschlüsse machen die Landkreise oder andere Hilfsorganisationen, die sich der Sache annehmen und die machen einen ganz guten Job. Jetzt sind Sie ja schon mehr als zwei Tage bei der Feuerwehr, wie wir gelernt haben, seit 1978. Welche Veränderungen gab es in dieser Zeit, wo Sie sagen, das ist gut, dass sich das geändert hat? Und was hat sich vielleicht geändert, wo Sie sagen, das ist nicht gut, dass sich das geändert hat? Also was sich gut verändert hat, ist diese ganze Sache Technik, die ganze Sache Innovation und so weiter. Da hat sich vieles getan. Also wir verfügen jetzt über Möglichkeiten, die waren vor 89. Wer konnte aus dem Westfernsehen, der Rest wusste nicht, dass es gibt. Also da gibt es, aber es ist auch eine Sache der Zeit. Es hat sich ja vieles weiterentwickelt. Auch in der Altbundesrepublik hatten die 78 nicht die Mittel, 89 nicht die Mittel, die sie heute haben. Und da hat sich eben vieles entwickelt. Dieses Zuständige in den Gemeinden, die Zuständigkeiten. Früher war alles staatlich, Innenministerium, Rat des Kreises. Ja, war auch nicht bei weitem nicht alles, was Gold, was glänzte. Und da ist jetzt jede Kommune, entscheidet für sich, welchen Grad der Sicherheit sie produzieren will. Wir waren wieder bei Ausstattung, ne? Unten, ganz unten oder High-End, je nachdem, was ich kann. Das hat sich gut entwickelt. Was sich halt schlecht entwickelt hat, ist die Geschichte ländlicher Bereich. Ich bin eben gezwungen, heutzutage, wenn ich arbeiten gehe, in die nächste große Stadt zu fahren oder vielleicht ganz sogar bin umgesiedelt während der Wende, weil mein Job war hier nicht gefragt, ich musste nach keine Ahnung wohin. Das sind so Sachen, die,
die entsprechend schief gelaufen sind und wo wir heute auch mehr und mehr kranken, ist diese Geldgeschichte. Ne? Manche Kommunen, die dann meinen, die meinen es gut, oder auch Parteien oder weiß ich, die dann sagen, Einsatzgeld, wir fordern Einsatzgeld, so jetzt hat jetzt haben die da gerade die Mehrheiten und kriegen das in den Stadt- und Gemeinderäten durch und dann wird was gezahlt. Und das macht unsere Ehrenamtlichkeit kaputt. Das funktioniert nicht. Es gleitet mehr und mehr in einen bezahlten Job ab und das darf es nicht. Wenn es dahin abgleitet, dann haben wir nicht mehr die Qualität, sondern sind wir in diesem typischen Modus, wenn ich was gebe, will ich auch was dafür haben. Und das, was ich als Feuerwehrmann eigentlich haben kann, ist, wie ich schon mehrfach gesagt habe, entsprechende Ausrüstung, vernünftige Schulung, dass ich ausgerüstet bin, dass ich weiß, was ich tue, dass man mir zeigt, wie was geht, und dann ist das auch okay. Ne? Aber das ist, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem. Damit sind wir mit der Feuerwehr nicht alleine. Das gefällt mir persönlich nicht so, dass mal alles so aufgewogen wird oder auch verglichen wird. Ne? A-Stadt hat eben das Auto und die Ausrüstung, B-Stadt hat das nicht. Vielleicht brauchen sie es auch nicht, muss man sehen. Erinnern sich da vielleicht auch Menschen? Ist da auch so eine Änderung zu vollziehen, wo sie sagen, boah, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön für die Feuerwehr? Ja, was heißt, erinnern sich Menschen? Ja, es ist eine andere Generation, die sind anders erzogen, die müssen die Ellenbogen, so wie sie einigermaßen gerade auslaufen können, müssen die Ellenbogen raus, damit ich in meinen Job weiterkomme. Natürlich ist es dann bei der Feuerwehr nicht ganz so, aber es wirkt sich natürlich aus. Ne? Und der große Schnitt, was bei uns kaputt gegangen ist, ist das, was in den Altbundesländern über Jahrzehnte am Laufen gehalten wurde. Das heißt also der Mittelstand, Handwerker, kleinere Betriebe und so weiter. Also ich möchte einen Dachdeckerbetrieb führen, Mittelständigen, mit 12 Gesellen, wo 8 in der Feuerwehr sind. Das wird schwierig. Ich meine, wenn die in der Waldbrandsaison jeden dritten Tag irgendwo im Busch hängen, dann muss ich meinen Kunden erklären, dass die sind alle weg und euer Dach wird jetzt nicht fertig. Ich glaube, einen Tag haben alle Verständnis, nach dem dritten Tag wird die Sache enge. Ne? Da fängt dann jeder an, die ganze Sache zu beleuchten und zu hinterfragen. Genauso wie diese ganze Geschichte Unterstützung. Feuerwehr kommt eigentlich aus dem Mittelstand, also aus der Handwerkerschaft, egal woher. Und daraus wurden die rekrutiert. Das gab es in der DDR nicht. Das war sehr unterschiedlich. Das war alles per Gesetz. Und dann kam die Wende, dann hatten die alle mit sich zu tun. Und man konnte das nicht mehr entsprechend untersetzen. Dieses Gefüge ist nicht mehr da. Ne? Wenn der Handwerkermeister XY in einem Dorf, der war dann auch Chef der Feuerwehr. Das gab es überhaupt nicht. Also wir hatten ja auch erhebliche Probleme während der Wende. Ja, jeder hatte erstmal mit sich zu tun. Die waren alle so unterschiedlich Zwängen drin. Ja, und die, die immer Zeit hatten, will ich mal vorsichtig formulieren, das waren immer nicht die, auf die man bauen konnte. Ne? Die haben auch heute noch Zeit. Und das ist nicht das Niveau, was wir anstreben. Und da sind wir in so ein Loch gefallen. Aber mittlerweile glättet sich das und wir haben auch wieder, ich sag mal, potente Sachen oder auch Energiebündel in den Feuerwehren, die einen Betrieb führen, die Abteilungsleiter irgendwo sind, die Verantwortung auch außerhalb des Feuerwehrgefüges haben. Denn nur so Fachidioten, damit arbeitet es sich auch nicht. Also wenn ich in roter Bettwäsche schlafe und als Frühstücksbrett mein aktuelles Feuerwehrauto habe, das ist also eine Geschichte, da kann man auch schlecht mit um. Okay. Zum Ende unserer Folgen wollen wir von unseren Gästen natürlich immer 3, 4, 5, 38, je nachdem, wie viel sie so auf dem Herzen haben, 3 mindestens, konkrete Wünsche an die künftigen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die sich jetzt in wenigen Wochen wählen lassen möchten, was sie dann einfach beachten sollen bei ihrer Arbeit. Wie sieht's bei Ihnen aus? Was wünschen Sie sich konkret von der nächsten Generation der Kommunalvertreter? Punkt 1 ganz oben, ein starkes Interesse für das Ehrenamt und zu allen Geschichten, die wir jetzt hier schon besprochen haben. Das Aufbauen, das Suchen von Vertrauen, das Aufbauen von Vertrauen, denn das Ganze kann nur miteinander passieren. Die Kommunalpolitiker. Also kann man auch mal sagen, kommt, wir machen mal eine Stadtratssitzung im Feuerwehrgerätehaus? Natürlich. Und wenn man dann merkt, man muss zum
austreten, hinter das Gerätehaus gehen, dann kommt vielleicht der eine oder andere mal drauf und sagt, was ist denn das hier? Oder wenn ich mir dann bei 8 Grad minus draußen die Hände nicht waschen kann, weil das ist Winter, da stellen wir immer das Wasser ab, sonst friert es ein. Das sind so Sachen, die wünsche ich mir, dass da eng zusammengerückt wird. Ne? Und dass den Feuerwehrleuten dann auch diese ganzen Verwaltungsaufgaben, die mittlerweile ja unendlich viel geworden sind, das Überprüfen oder das im Auge behalten von Prüfkalendern, die ganze Sache Personalplanung, die ganze Sache Freistellung, Stellen von Anträgen, dass man dieses Verwaltungsmäßige da rausnimmt, das gehört ins Ordnungsamt oder je nachdem, wo sie angesiedelt sind, dann, dass sie ihre Verwaltung nicht kurz und klein und umstrukturieren, dass denn derjenige, der für die Feuerwehr zuständig ist, dann auch noch den Friedhof, das Gewerbe oder sonst was damit beimacht und das Feuerwehrpotenzial dann nur so klein ist, dass man die Verantwortlichen in den Gemeinden mehr und mehr in die Feuerwehr oder zumindest Teile davon mehr und mehr in die Feuerwehrarbeit mit einbezieht, dass die auch wissen, über was sie entscheiden und was notwendig ist und was nicht notwendig ist. Ne? Nichts ist es auch so schlimm, wenn man sich nicht gegenseitig riechen kann. Das heißt, wenn der Stadtwehrleiter, der Gemeindewehrleiter sich mit der Hauptfraktion permanent in der Wolle hat, weil er vielleicht einer anderen Partei angehört und so weiter, das ist auch nicht zielführend. Das funktioniert auch nicht. Dann die ganze Sache, dann rutschen wir mal eine Etage höher, die ganze Förderung Ehrenamt, oder nicht Förderung Ehrenamt, sondern Förderung in den Bereichen Technik und Ausrüstung. Ich glaube, da haben wir noch Luft in Sachsen-Anhalt. Wir machen viel, das ist das Innenministerium, die Landesregierung macht viel, aber auf der anderen Seite sehe ich auch, und das sind nicht nur immer welche, die keine Ahnung oder die keine Lust haben, manche Gemeinden können auch nicht, sie wollen, aber es geht, wenn die Kasse leer ist, kann ich kein Feuerwehrauto kaufen, ganz einfach, ist wie zu Hause. Kein Bus, kann ich nicht machen. Also das muss auf jeden Fall besser werden, ganz uneigennützig, und weil ich die Gelegenheit habe, unser Landesverband ist hoffnungslos unterfinanziert. Wir haben eine riesen Finanzierungslücke im Bereich unserer Erwachsenen. Im Kinder- und Jugendbereich sind wir recht gut aufgestellt. Aber die kriegen mittlerweile das Dreifache für das, was die Erwachsenen kriegen. Also da sollte man nochmal drüber nachdenken, ob das so weitergehen kann. Ansonsten wird es auch irgendwann in Sachsen-Anhalt keinen Landesverband mehr geben, weil man kann nur etwas gestalten, wenn man auch die entsprechenden Mittel hat. Ne? Aber um auf das Ursprüngliche zurückzukommen, ein Vertrauen in den Gemeinden zwischen den Führern der Feuerwehr, den Notwendigkeiten, die aufmachen, die haben keine Wünsche, könnte ich immer platzen, die haben keine Wünsche, die zeigen Notwendigkeiten auf, um ihre Arbeit besser machen zu können. Und dann gibt es die Ausschüsse, die Finanzausschüsse in den Kommunen, die darüber befinden, was ist in diesem Jahr oder im nächsten Jahr wichtig und was ist nicht wichtig. Und das muss ineinander spielen, in einem fairen Miteinander und auch langfristig. Also wünschen wir uns auch für die Kommunalpolitik vielleicht erstmal, dass jede Gemeinde, jeder Stadtrat sagt, wir machen in unserem ersten Jahr mal eine Sitzung mit der Feuerwehr zusammen, bei der Feuerwehr. Total super Idee. Man lernt sich kennen und kann dann entsprechend seine Schlüsse rausziehen. Das ist ein Wort. Ein schönes Schlusswort auch. Vielen Dank, Herr Lohse, dass Sie uns da so offen am Feuerwehrwesen haben teilhaben lassen. Und ja, ich wünsche Ihnen auch für die Zukunft alles Gute und erfolgreiche Einsätze und dass Sie noch vielen Menschen helfen mögen. Dafür sind wir da, danke. Dann habe ich noch eine Frage. Schauen Sie gern Sport im Fernsehen? Nicht so unbedingt dolle viel. Olympische Spiele? Puh, ja. Komm. 1992. Kann sein, ja. Ja, Barcelona. Ne? Also unser nächster Gast hat bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona eine Goldmedaille errungen. Das ist nämlich Silke Renk-Lange. Und heute ist sie Präsidentin des Landessportbundes von Sachsen-Anhalt. Und mit ihr wollen wir in 2 Tagen am Mittwoch diskutieren, wie es denn um den Sport im Land bestellt ist und was die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter da besser machen können. Und wenn euch das jetzt brennend interessiert, dann schaut doch einfach rein. Überall, wo es gute Podcasts gibt. Besten Dank, Herr Lohse, und auf bald!